verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Gedruckte Worte werden für wahr gehalten. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Er lernt. Okay. Reißt euch zusammen. Aber wir müssen da zum Ausrufezeichen. Ja, kommt. Nee, machen wir nicht. Och, jetzt habe ich da noch einen angerempelt. Machen wir mal. Meine Güte, wie weit ist denn das weg? So haben wir den eben mal beklaut. Kann ich nicht erledigen.
So ist's besser. Schloss knacken. Hustenmedizin. Okay, da findet man wirklich jeden Scheiß. Eine weitere Almanachsseite. Ahappa. Ja, machen wir jetzt doch mal die Schnellreise. Gleich noch mal Schnellreise. Ja, möchte ich. So. Da müssen wir da hoch. Und vielleicht können wir auf dem Weg dahin noch ein paar Schneehasen erlegen. Wer weiß. Komm. Wir müssen ja trainieren, damit wir nicht einrosten.
Also, gleich sind wir da. Um genau zu sein. Jetzt. Der muss natürlich auch wieder gleich da die Wände hoch. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Ist da drin das, was ich vermute, dass da drin ist? Oh ja! Nachschauen, bevor ich meine Meinung ändere. Einen Bären mit der versteckten Klinge töten. Oh komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Ja, komm dann. Die Quest machen wir noch kurz. Bär. Keine Zeit, bitte komm! Schon mal seelisch darauf vorbereiten, es ja, sorry! Ja, ich wollte doch nur kurz meine versteckten Klingen ausrüsten. Wer? Keine Zeit, bitte komm! Dann machen wir es meinetwegen per Schnellauswahl, mir doch auch scheiß Schnurz piepen, egal. Okay. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Ach, das ist sie. Zu Hilfe! Hilfe! Ja. Ja, komm! Helf mir! Esther! So, komm! Whoa!
dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Rettung aus dem Fluss. Geschafft. Ja, das mit dem Wasser ist auch ein bisschen schwierig. Also ich meine, wenn der da im Wasser treibt. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Und wann bekomme ich nun endlich die verdammte Assassinenrüstung? Jetzt dürfen wir ja unsere eigene Siedlung aufbauen. Finde ich cool. Was? Die Teguka? Egal. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir unsere Siedlung ausbauen, dann hoffentlich endlich die Assassinenrüstung bekommen und so weiter. Bis dahin, haut rein, tschüss.